Jawohl. Ja. Ha, da ist er. Schön. Dem geht. Freiberg kommt noch auf jeden Fall. Ist noch im Plan, aber später. Zur Not fahre ich das dann als nächstes, um den Zwangsencounter auszugleichen, um es spannend zu halten. Nee, das war jetzt meins. Ja, dann mach doch so. Sammel doch das. Wo ist eigentlich mein Bier? Das weiß ich nicht. Besorg mir neues, während ich ein bisschen was erzähle. Ich vermisse dieses Szenario. Ja. Eben das gesehene Video, ich habe es vorhin schon mal erzählt, aber für die, die gerade neu dazukommen, habe ich selber gefilmt. Ich war da im Urlaub und genau die Strecke fahren wir jetzt auch. Die ist zwar nicht so schnell und spannend ist sie schon, landschaftlich sehr schön. Wir starten in Revelstoke. Mit genau der gleichen Konfiguration wie der erste Zug, der da eben vorbeigefahren ist am Bahnübergang. Und wenn der Rob fertig ist mit Trinken, kann er auch mal starten. Ja, dann starten wir sofort. Wir drücken hier, haben wir denn alles an? Ja, der Zwangencounter ist an. Ja, wunderschön. Die macht natürlich so, richtig schön krank. Mountain Subdivision RTC to CPE Train 200 Train 100 has just cleared the signal at the east end of Revelstoke and you can begin your movement eastbound with caution. You will be following train 100 all the way to Ross Peak, so be prepared to restricting signals and possible halts. RTC out. Also RTC ist, glaube ich, wie der FDL, ne? Das kann sein. Kann das sein? Ja. Rail Driver Trains, Railroad Trains Controller. Dingsbums, ja. So, der Mobot postet immer noch die Strawpools rein. Ja. Der Alias pennt gleich ein. Du kannst es ja auch nachher auch auf YouTube sehen. Also ja, ist nicht so schlimm, wenn du einpennst. Dreh doch mal ein bisschen hier, dass wir was sehen. Wie unser Zug aussieht. Schau doch erstmal so ein bisschen durch. Genau, wir gucken jetzt mal ein bisschen hier. Dreifachtraktion. Also die haben richtig dicke Power hier an Bord. Dann tausende von Containern. Bam, 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 bam. Ja, oh, das geht hier. Links ist Revelstoke. So heißt der Ort. Scroll mal, jetzt gehen wir nochmal dahinter. Da? Ja, das ist Revelstoke, die ganze Straße, ne? Ah ja. Schöner Ort. Mhm. Ah, hier sind auch überall Kanada-Fahnen aufgehangen. Ist ja auch Kanada. Schön. Ja, ja, die, nee, aber auch, dass die so nationalistisch sind und ohne dieses Nazi-Deutschland-Ding dabei. In echt hängen da andere. Ja, ja, nee, aber ich meine. Mehr so das, was rechts ist, was aktuelle Kultur ist. Weiter hinten sehen wir das Eisenbahnmuseum, wenn du gleich noch weiter hinten kommst. Da rechts, das ist das Revelstoke Railroad Museum. Da? Ja, da. Ah. Da habe ich dir das eine Foto von der Lok geschickt, die steht dann hier vorne. Ah, hier vorne auf dem Gleis, ja, oder? Auf den Gleisen stand die. Ah, schön, ja. Und links am Museum... Das Foto könnten wir auch noch irgendwo... Wenn du es noch irgendwo hast. Ja, auf dem Handy. Ich habe ganz viele Fotos. Hab's ja so am Handy. Aber nicht mit. So, und links hier vorne bei dem Museum, da habe ich gefilmt. Das ist der Bahnübergang, den ihr hier vorne seht, den ihr eben im Video gesehen habt. Ah, im ersten Zug. Hier war das sozusagen. Genau, wo der Radfahrer sich am Schluss da durchschneidet. Ja, geil. Ja, und die Züge stehen wirklich hier und die Bahn, der Bahnübergang muss, da müssen die Leute halt warten. Der ist dann halt geschlossen, ne? Aber so viel ist hier hinter rechts auch nicht. Da ist das Eisenbahnmuseum und dann geht es da schon hoch in die Berge. Mhm. Ja, da sind so ein paar Leute vielleicht, die da ihre Hütte haben oder da wohnen halt, ne? Ja. Aber der Zug muss halt hier warten, bis das Ausfahrsignal soweit ist. Sehr schön. Die Nationalhymne Kanadas. Können wir die singen? Nee. Die können wir nicht singen, die gibt es bei Wikipedia, auch auf Französisch als OCK-Datei. Wer das möchte. So, wir werden jetzt auf jeden Fall... Kannst du mal weiter hinten gucken? Ich habe noch nicht gesehen, ob wir eine Zwischenlok haben. So, nee. Nee, haben wir nicht. Aber wir haben drei Loks vorne dran, das reicht. Ja, die ziehen auf jeden Fall gut wir fahren da jetzt links Schinken vom Brot, würde ich sagen. Wir fahren da jetzt links in die Berge rein und da kommen auch die tollen Spiraltunnel. Spiral Tunnels. Genau. Ja, wir werden auf jeden Fall mal die Lok wechseln, hier ein bisschen aufrüsten. Ich muss mal kurz. So. Ja. Ja, super Gamer, dein Szenario ist auf jeden Fall gut angekommen. Ich denke, das ist auch rübergekommen, oder? Ja, ja. Also ich fand das Szenario sehr schön. War auch die. Also wir reden gerade über das vorherige Video für alle YouTube-Zuschauer. Die Unfallstelle war super geil gelungen. Das war spannend, dass da kurze Halte drin sind und dann nochmal ein paar Highspeed-Abschnitte über 10 Kilometer kommen. Ich denke, wenn das dann wirklich fertig und vollendet ist und alles funktioniert auch mit den Signalen, ist das ein klasse Szenario. Und geh auf Wehrsystem zu, dass du da auch noch Bordansagen reinkriegst. Vielleicht darf ja einer von uns da eine Rolle sprechen. Ja, das wäre doch schön. Los geht's. Los geht's. Wir starten schon mal. Dieses Horn. Das Läuten kannst du, glaube ich, mit B wieder ausmachen oder mit N. Mit G, ne? B oder N.
Bravo oder November? B. Ah ja, mit B. Ja. Hm. Ah, der Magdeburger Busraser ist auch da. Das wird immer nur ganz kurz, ist das Leuten an vom Bahnübergang und dann machen die Loks das direkt wieder aus, habe ich gesehen, gehört. Ja, das ist immer gehört. So zum Warnen sozusagen. Ja, genau. Ah, du bist schon zu schnell. Ja, das ist auch nicht so schlimm. Das ist doch alles nicht so schlimm. Ich glaube, da gibt es, also eine SIFA gibt es auf jeden Fall. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob die, wie die angeht. Das weiß ich nicht, warum vorne an der Lok ein Erste-Hilfe-Zeichen ist. Ich habe keins gesehen. Ist da vorne eins? Ja. Ach, dann ist da der Erste-Hilfe-Kasten versteckt, da unter der Klappe. Falls irgendeinem draußen was passiert, muss er nicht erst in die Lok klettern. Ich finde das auch witzig, die Lokführer kommen da immer vorne aus der Nase rein und raus, ne? Was ist das hier eigentlich? Sind das so wirklich Solarzellen? Nein, das sind die Abgasgitter. Das hier? Diesel. Ja. Das sieht wirklich aus wie Solarzellen, ja? Nee, Solarzellen sind es nicht, das sind Gitter. Aber das ist ja doch der Exhaust, oder? Ja, das könnte sein. Ja, ja. Ja, keine Ahnung. Der ist das. Oder das ist vielleicht Kühlung. Ja, so Reinluft, ne? Also ja, Kühlung für den Motor oder sowas. Oder für, ich weiß nicht, ob die Diesel. Doch, die ist dieselelektrisch. Das kann doch für die Elektronik die Kühlung sein. Ja, super Gamer. Vielen Dank für das Szenario. Bis zum nächsten Mal. Und an den Train-Tobi 96, ein ICET-Szenario, sind wir heute schon gefahren. Der Mike hat recht, das ist die Kühlkammer. Das ist die Kühlkammer. Ah, ja, die Kühler. Okay. Ja, der Mike und der Werner, die sind halt nicht nur in Deutschland bewandert, was das Rollmaterial angeht. Ja. Eigentlich müssten wir auch noch mal die Alco RS11 fahren. Kennst du die? Die so, also das ist auch so eine amerikanische Diesel-Lok, die wirklich einen Diesel-Ausstoß, also so Auspuffgase hat. Weiß die, ja, ja. Weißt du? Die habe ich gesehen im letzten Ring bei dir. Boah, geil, ey. Da bist du ja damals schon auf den Ruß aus. Alter, geil. Die Qualmsimulation. Ja, toll. Hat der Mike, glaube ich, gemacht. Ja, muss der gemacht. Ja, die fahren recht langsam, die Züge. Ich weiß auch nicht, wie lange das Szenario geht. Das ist die Strecke übrigens Canadian Mountain Pass. Und ich habe irgendwo in der Beschreibung gesehen, einer hat das mal ausgerechnet oder überlegt, mit der Geschwindigkeit hier 2045, die man fahren darf auf der Strecke, braucht man für die ganzen 150 Meilen 5 Stunden. Da hast du mal ein langes Let's Play. Machst du noch mit Rückfahrt, bist du bei 10 Stunden. Oh Gott. Ja, dann haben wir die volle YouTube-Länge erreicht sozusagen. Ein Chat lang nur den Zug fahren. Professor Minus ist wieder im Werk. Ja, das ist halt so, ne? Das wird jetzt richtig, das geht jetzt gleich richtig bergab. So viel weniger Schub brauchst du gar nicht geben. Da musst du aufpassen, dass du nicht stehen bleibst aus Versehen. Oder bergauf meine ich, nicht bergab. Ja, jetzt ungefähr. Jetzt hat er noch ein bisschen Bremsen nachgepumpt, glaube ich. Mhm, Luftdruck, ne? Hat sich auf jeden Fall so angehört, ne? Also, das hat schon einen Grund, dass die da drei Loks vorspannen, ne? Und witzig ist auch, wenn du jetzt mal guckst, wo hinten dein letzter Waggon rumschwänzelt. Das Schöne ist ja, diese Anzeige hier im HUD, das ist der hintere Bereich, also da der letzte Waggon. Okay, und der schwingt dann immer so mit, wenn du schon... Und hier ist die richtige, 20. das ist die Lokgeschwindigkeit hier. Ein Gegenzug. Jetzt frage mich nicht, wofür das Signal da ist. Grün und rot? Grün leuchtet, ne? Rot leuchtet nicht. Ja, ist gelb. Ist nicht gelb, ist gelb. Da sieht gelb aus. Ja, ich weiß im Moment, ich hoffe, dass wir bald über die 35 kommen. Hier kommt noch ein Gegenzug, der auch wahrscheinlich Milliarden Meter lang ist. Das wirst du sehen, ne? Oh, du darfst, ja, wenn du mit dem letzten Waggon drüber bist, darfst du 35. Aber guck mal, wir fahren jetzt 35, 23 mit dem, hier mit der Lok. Ja. Und 14 fährt der letzte Waggon. Also da guck ist mal so zum letzten hin, wo der rumhängt. Ja, guck mal, der ist hier noch im Güterbahnhof beim Rausfahren. Ja. Der beschleunigt jetzt gerade wieder, weil wir auch wieder beschleunigt haben. Das ist schon krass. Das habe ich letztens irgendwo gelesen, glaube ich, in der Anleitung. Da stand das drin. Das hat mich wirklich überrascht, dass es so
so präzise so zieht ist. Durch die. Nee, auch dass es so, also dass die einen, also dass es hinten gemessen wird, das andere vorne, das war schon krass. Jetzt hast du jetzt oberes Signal ist für euch, zu. Das untere ist für Abzweigung, okay. Also das obere ist gelb gewesen. Also irgendwas erwarten. Muss ich wieder ein bisschen Gas geben, damit ich hier nicht stehen bleibe. Also die Strecke wird nachher auch noch eingleisig. Ja. Das ist immer witzig, wenn die da warten müssen. Ja, die warten dann wahrscheinlich eine Stunde oder so, ne? Ja, nicht nur einer. Und sie fahren immer, auch sonntags. Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Guck mal, jetzt hast du das Zugende erreicht. Und hinten ist der bestimmt noch gar nicht angekommen. Schön der Fluss. Da muss ich sagen, der sieht auch bei hoher Wasserqualität bescheiden aus. Die Wassertextur. Mhm. Jetzt rechts oder was? Ja. Mhm. Wo bin ich denn jetzt hier wieder? Links ist der Highway, links oben müsste er sein. Das wechselt auch immer mal, da fällt mal drüber, drunter, kommt Tunnel. Da müssen wir ja anhalten, was. Kann das sein? Das weiß ich nicht. Das blinkt. Weißt du, dieses Blinken? Gehe über White South Tracks West. Ja, gehe über, ne? Ja, gehe über. Aber zwei rote sind schon bedenklich. Mal richtig die Diesel pfeifen lassen. Oh, nee, das war der falsche. Siehst du, das ist Omsi. Drückst du F2 für außen und dann ist es nicht. Ich habe jetzt leider meine Installation auch nicht hier, um mal irgendwie zu den Signalen zu recherchieren. Ja, schlimmer in Kanada, das Hälfte ist Französisch. Das ist ein 404-Error, das ist gar nicht mehr da. Diskutieren die da wieder im Chat über Umlaufpläne? Mein Gott. Also früher morgen hier, 8.12 Uhr. Ach, hier gibt's auch schöne Bilder. Do Canadian signals make sense? For a European North American color light signal seems to be three lights that can display any possible combination of colors and flashing lights. Without making too much sense. Und dann gibt es hier eine schöne Grafik dazu. Was war denn mit diesem Rot-Rot-Gelb? Also unten Rot-Rot-Rot? Gelb-Rot-Rot. Also unten Rot-Rot und dann Gelb oben drauf. Gibt's nicht. Hm. Sind das die vielleicht? Ach nee, das da. Advanced Warning. Was heißt das? Advanced, erweiterte Warnung. Ja. Stopp. Dass ein Stopp kommt. Ach, würde ich sagen. Vielleicht, weil es gleich eingleisig wird. Mhm. To clear limited medium slow stop. Okay. From clear limited. Oh Gott, das macht das Sinn? Oh Gott, say clear accept stop. Expect stop. Also immer wenn du was gelb hast oder zwei rote unten drunter, musst du einen Halt erwarten. Da würde ich mal. Aber du siehst das ja unten, wann Signal kommt. Ja. Du läutest schon wieder. Naja, der läutet öfter mal. Nicht, dass du mehr umfährst, ja, weil du gehornt hast. Ah ja. Das war nämlich der Fehler bei der Lok. Warum muss man das dann immer wieder ausschalten? Ja, weil das mit dem Horn angeht, für den Bahnübergang. Vom Bahnübergang wird dann immer gehornt. Und ach dann so. Muss der Lokführer das macht's wieder aus. Ja? Ja. Ja, besser als die ganze Zeit gedrückt halten, oder?
da muss ich mir doch mal einen Link machen. Ein Bookmark. Ich bin ja nicht so. Ich teile den auch gerne. Den Link ja gerne mit euch, damit ihr da auch nachschauen könnt oder für die, die es interessiert und das genauso wenig wissen wie wir. Und dann ist auch im Video festgehalten. Ah, im Video hat er was abgeschnitten. Hat keinen Zeilenumbruch gemacht. Ja? Ja. Oh. Eisenbahn passt noch und dann noch SEC HTM. So geht der Link komplett. Ja, das ist vorbildlich. Bis zum Schluss durchhalten, damit es sich lohnt. Wir wissen aber noch nicht, wann Schluss ist. Wir beide sind in Topform. Wir sind in Topform und ich muss Montag früh um 10 in Stuttgart sein. Ja, das hat Zeit. Bis dahin. Zeit genug. Bis dahin können wir jetzt streamen, bis der Arzt kommt, ne? Schichtbetrieb. Also muss man bloß rechtzeitig wieder auf Kaffee umschwenken. Da kommt das irgendwie so vor, als... Als was? Als wäre es hier irgendwie abschüssig. Das kann es durchaus. Nee, ich sag da ja nö, ne? Ach, da wäre das rote Signal gewesen? Nee. Und das heißt auch wieder Stopp erwarten. Ja. Ich glaube, das ist kurz bevor das einspurig wird. Es kommen ja die berühmten Spiraltunnel nachher. Wo oben der Zug wieder aus dem Tunnel rauskommt und man sieht ihn unten noch reinfahren. Aber guck mal, vorne Stunden. Fahren wir jetzt 36, 37 ja. Und hinten 29. Zieht er noch an, ne? Also ist noch nicht der Ruck durch den ganzen Zug gegangen. Ja. Nee, ich mach nicht bis Montag durch. Muss ja auch noch fahren bis Stuttgart, das schaffe ich nicht. Muss mir bloß nachher nochmal irgendwie gleich eine Pizza in den Ofen schieben. Das geht. Das geht. Ja, da vorne ist auch noch Advanced Warning. Nee, das sieht grün aus, oder? Ja, aber hier ist das bedeutet. Ist das gelb oder? Ja, oben ist gelb und dann zwei. Ja, dann heißt es immer noch, das ist klar, aber du sollst einen Stopp erwarten. Also darfst durch. Okay. Steht bestimmt auch in der Anleitung beschrieben zu der Strecke. Ich habe die bloß gerade nicht zur Hand. Ja, laut Signalhandbuch von RW3 ist das nächste Signal rot. Ah ja, okay. War ja gerade auch schon nicht rot. Und ich weiß nicht, wenn man mit dem Zug anhält. Ja, vielleicht ist einer davor, der immer wieder die Blöcke frei macht. Mhm. Das hat das er auch. Das stand da auch stand drin, ne? Ja, das war irgendein Knilch von unseren Kollegen. Oh, du hast Pluspunkte gekriegt. Hast du gesehen? Gerade. Schön, oder? Wow. Toll. Weiß bloß nicht wofür. Da müsst ihr einen Screenshot von machen. Ich habe mal Pluspunkte im Kanäle-Szenario gekriegt. Und wurde minus 3800. Ach komm. Können wir noch weglassen. Du hast wieder Bahn über. Ja, vielen Dank für das Let's Play von heute Morgen, was heute Morgen veröffentlicht ist. Erste Folge, ich muss das mal shameless self-plucken. Erste Folge von Let's Play Microsoft Flight Simulator. Ja, mach doch mal den Link rein. Kann ich machen. Was bist du denn so far? Da muss man einen Link liefern hier. Zack. Was pumpst du den nicht alle 5 Minuten rein? Mit deinem eigenen, eigenen Mobot. Du bist doch hier. Genau, Mobot können wir auch machen. Hm. Art. Ja, der Mobot macht ja immer noch die Links rein alle 10 Minuten für die Altersumfrage, die Länderumfrage und so weiter und so weiter. Könnt ihr ja gerne beantworten und wir schauen uns das auf jeden Fall an. Irgendwie macht er keinen Zeilenumbruch bei mir. Ach doch, hier kommt er aber gut. Also kann man anklicken, glaube ich. Ja, aber im Video nicht. Ja, im Video kann man auch nichts anklicken. Nee. Ach so, das ist ja einfach. Da schaut ihr dann jetzt einfach in meinen Kanal.
Ja. Weil das Video hier, der Rob fährt, das kommt natürlich beim Rob im Kanal. Schaut ihr das gerade? Im nächsten Teil oder im vorherigen Teil seid ihr in meinem Kanal. Und dann gibt es jetzt die neue Serie. Fliegen kann ich leider heute nicht mehr, weil der Rob keine Installation hier bei sich drauf hat und keine Hardware dafür. Nee, der fliegt nämlich nicht. Keine Schnitt. Brücke, Alter. Ja, da gibt es sehr viel, da gibt's natürlich sehr viele Gebirgsbäche und Flüsse. Sieht man jetzt hier nicht, sonst ist da immer überall Schnee auf den Bergspitzen. Das taut natürlich alles runter. Im Sommer. Da scheinen aber viele deutsche Bahnexperten im Chat zu sein. Wie sieht das eigentlich hier aus? Ist das so der Lokführer-Livestream? Anscheinend. Du kommst gar nicht auf 35, oder? In der Waggon wird immer langsamer, der letzte. Ja, aber vorne ist mal 28, ja, können wir noch ein bisschen Gas geben. Ne? Ja, ein bisschen mehr. Ja, mach ich die aufdrehen hier. Schön den Sound genießen wie bei der Ludmilla. Ja, um sie fährt der Rob auf jeden Fall, ja. Der Turbolader dreht völlig am Rad. Ja. Ich glaube, 16, wie war das? 16 Zylinder? Das weiß ich nicht. Pro Lok? Haben wir das irgendwie gelesen? Habe ich noch nichts zugelesen. Ich meine, ich weiß auch gerade gar nicht, welchen Typ wir da haben. Ist irgendwo vorhin in der Beschreibung stand das. Sonst könnte man ja mal bei Wikipedia schauen. Wir können ja auch mal von der Beifahrerseite hier gucken. Da haben wir nämlich so ein Funkgerät, da können wir auch mal drauf rumklicken. Ne, geht nicht. Schade. Funkfrequenz verstellen. Ne, geht auch nicht. Sehr schön, wenn man da mal ein bisschen. Fehlt der 420er, der Influenzo, der hat sich gerade beschwert. Ne? Echt? Sind wir doch die letzten beiden Streams schon gefahren? Nee, aber bei der Umfrage, da bin jetzt Strawpools. Oh, die habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Was steht eigentlich auf diesen Schildern da drauf? Das müsste ich schon mal wissen. Welchen denn? Ja, auf dem Schild. Kilometer? 117. Mhm. Meile? Ne, Kilometer. In Kanada wird auch alles in Kilometern angegeben. Ja, zum Glück. Ja. Bin ich so völlig verprellt wie die Amis da mit ihren komischen Meilen und Fuß und oh Gott. Die haben auch keinen Fuß, ne? Die haben da auch Meter. Ja. Kilometer, Meter. Normales metrisches das Schlimme System. Ist, das Schlimme sind die die Gewichte machen sie anders. Das geben sie in Unsen an. Im Otz. Ach Gott. Und Liter auch. Also Liter haben sie auch nicht. auch dann wie die Amerikaner in. Ja. Was ist das? Imperialsystem? Was ist das? Keine Ahnung. Was ist denn das? Was denn? Diese 3,5 Liter? Das ist eine Kalone. Genau. Das ist eine Kalone. Kalone, ne? Das ist doch Imperial. Beim Tanken hatten sie auch Liter. Ach so. Oder? Ja, musst du ja wissen. Du bist ja durch. Ich weiß nicht, hat immer 40 angezeigt. Ich habe immer Liter gedacht, aber so ein Ford Focus, der hat doch nicht einen 40-Liter-Tank, oder? Benziner? Das wäre schon ein bisschen wenig gewesen, aber dann sind es auch keine Gallonen. Ich habe 40 Gallonen reingetan. 55 Liter hatte, glaube ich, meiner auf jeden Fall. Ich weiß, ja, ich weiß es nicht. Nordamerika ist ja nochmal anderes. US hat kein imperiales System. Siehst du? Direkt erwischt.
Ja, aber auf jeden Fall ganz komische, nicht metrische Maßeinheiten. Blöder Mist. Vorne ist auch gelb-rot. Können wir noch so durchschnutzen. Ne, Lenkrad habe ich noch nicht. Ich fahre im Moment noch mit Maussteuerung. Das ist auch eigentlich nicht schlecht. Die meisten Leute haben ja die Maussteuerung noch gar nicht ausprobiert bei OMSI, aber das ist ziemlich gut. Twin Butte. Die Amis, die müssen immer ein extra Würstchen gebraten kriegen, ne? Und dann machen die auch noch andere Zutaten in die Würstchen rein und anders gebraten und hier nochmal oben drauf Dampf und bla bla bla. Ganz schlimm. Meiner Meinung nach. Ja, ALE4X, dann bau die Emsland-Strecke doch mal. Wenn du Zeit hast. Und dich auskennst. Geiles Geräusch. Ja. Ja, machen wir hier den Filter vor. Hat. Aber vorne kommt wieder ein Signal. Ein bisschen langsamer. 035 Twin Buttes Haus. Oh, siehst du, da ist nämlich rot. Oh, bleib stehen, bleib stehen. Ja, der bleib bleibt nicht stehen, der bleibt nicht stehen. Ja, siehst du? Warum? Was war das jetzt? Ist ein Kleist. Boah. Ui, Alter, ui. Guck dir das an! Der ganze Zug über den Kontinent verteilt. Na gut, dann müssen wir was anderes fahren. Ja, dann müssen wir was anderes fahren. Hast du jetzt Freiberg gewonnen. Ja? Ja. Nochmal direkt im Anschluss? Ja, ich bin da völlig unkonzentriert. ja. Du bist von der Landschaft so abgelenkt. Ja. Jetzt sind die sächsischen Berge. Ja. Wir starten hier nochmal neu.